Moin und Namaste. Willkommen bei Vatten Yoga. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Kreuz mit dem Kreuz. Jeder kennt das dann und wann, Schmerzen im unteren Rückenbereich. Und dazu biete ich dir heute ein kleines SOS-Paket, ein Erste-Hilfe-Paket, in dem wir unseren Rücken ganz sanft dehnen. Und wenn du diese Übungen regelmäßig durchführst, bist du deine Rückenschmerzen bald schon los. Also hopp ob de mat, aber ganz langsam heute und losgeitert. So, meine Lieben, wir beginnen in Rückenlage. Das fängt doch schon mal gut an. Also lege dich ganz vorsichtig und langsam auf dem Rücken ab. Lass deine Beine aufgestellt. Deine Füße bringst du mattenbreit und deine Knie fallen einfach zueinander. Deine Hände kannst du auf deinem unteren Bauch ablegen. Dann schließe deine Augen, damit wir erstmal auf unserer Matte ankommen können. Atme einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und dann finde einen ruhigen, fließenden Atem. Spüre den Boden unter deinem Rücken, wie er dich trägt. Und entspanne dich erst einmal. Öffne deine Augen und lass uns beginnen. Bring deine Füße wieder zur Mitte. Dein linker Fuß bleibt da stehen, wo er ist, und du umfasst deinen rechten Oberschenkel mit deinen Händen und streckst dein Bein nach oben aus. Du musst erstmal nicht in eine Dehnung kommen, sondern so, wie es sich gut anfühlt. Zieh dein Oberschenkel noch ein Stück zu dir. Wenn du möchtest, strecke dein Bein ein wenig mehr und ziehe die Fußspitzen zu deinem Körper hin. Es geht um die Dehnung von deinem Oberschenkel über deinen Po zum unteren Rücken hin. Und die halten wir hier jetzt. Atme ruhig und gleichmäßig. Die Tour greift ab. Ein Platt in meinem Gesicht. Noch drei Atemzüge. Dann senke dein Unterschenkel ab. Umfasse ihn und zieh dein Knie zur Brust. Du kannst ruhig mit deinen Händen etwas Druck ausüben.
Fuß bist du ganz entspannt. Und dann stell deinen linken Fuß wieder auf und wir wechseln die Seiten. Du umfasst deinen rechten Oberschenkel, streckst dein Bein langsam nach oben aus. Lass es erstmal ein bisschen gebeugt, zieh den Oberschenkel zu dir heran und dann spürst du schon diese Dehnung vom hinten über den Po bis zum unteren Rücken. Und willst du noch etwas tiefer gehen, dann strecke dein Bein und ziehe deinen Fuß flex. Und dann halte einfach hier die Schultern, ziehen weg von den Ohren zur Matte hin. Lasse deinen Atem fließen, atme ein und aus. Und dann senke deinen Unterschenkel ab, umfasse ihn und zieh dein Knie Richtung Brust. Den Fuß lässt du wieder locker, dann kannst du ihn etwas kreisen. Und dann wiederholen wir diese Übung noch einmal und du kannst mal in dich spüren, ob sich dein unterer Rücken jetzt schon etwas mehr dehnen lässt, ob er sich schon etwas weicher anfühlt. Also umfasse wieder deinen linken Oberschenkel, streck dein rechtes Bein nach oben, zieh dein Oberschenkel zu dir heran. Genieße die Dehnung. Halte hier. Senke dein Bein ab, bringe dein Knie zur Brust und verweile kurz. Und wir wechseln zur anderen Seite. Umfasse deinen linken Oberschenkel, streck dein Bein nach oben aus, zieh deinen Oberschenkel zu dir hin
Und wenn du magst, streck dein Bein mehr, zieh dein Fußflex. Bleibe hier, atme in deine Dehnung hinein. Dann senke den Unterschenkel ab, umfasse ihn mit deinen Händen und presse dein Knie zur Brust. Löse auf und stelle deinen linken Fuß wieder ab. Dann strecke dein rechtes Bein und wir wollen jetzt unsere Hüfte und unsere Flanken dehnen. Das heißt, deine rechte Hand kommt zu deinem linken Knie und du drehst dich zur rechten Seite hin auf. Deine linke Hand kannst du zum Boden bringen. Bitte achte darauf, dass deine Schultern beide auf der Matte bleiben. Beschwere mit deiner Hand etwas dein Knie. Wenn du hier zusätzlich noch deinen Nacken dehnen möchtest, schaust du einfach jetzt zur linken Seite hin. Und wir halten hier. Du spürst in deiner Hüfte eine Dehnung, im unteren Rücken und hier in der Flanke. Wir dehnen unsere Rückenmuskulatur in alle Richtungen. So können sich Verspannungen dann wieder auflösen. Noch 3 Atemzüge. Bringe deinen Kopf wieder in die Mitte, löse deine Hand von deinem Knie. Dann bring deinen rechten Fuß wieder auf die Matte und streck dein linkes Bein. Das gleiche jetzt auf der anderen Seite. Deine linke Hand kommt zum rechten Knie, zieht dein Knie zur linken Seite hin. Deine rechte Hand kommt auf den Boden. Und auch hier, wenn du möchtest, dehne noch zusätzlich deinen Nacken, indem du jetzt zur rechten Seite schaust. Deine Schultern ziehen zur Matte hin. Und versuche dir auch hier vorzustellen, dass du in die Dehnung hineinatmest, sodass ganz viel Sauerstoff in deinem unteren Rücken ankommt.
Noch einen Atemzug. Nochmal tief einatmen und wieder aus. Dann bring zuerst deinen Kopf zurück und dann löse auf. Stell deine Füße beide auf. Schüttel deine Beine etwas aus. Und dann kommen wir jetzt in die Piriformis-Dehnung. Piriformis ist ein kleiner birnenförmiger Muskel tief in deiner Hüfte, der dann und wann auch ordentlich für Verspannungen sorgen kann. Und den dehnen wir, indem wir jetzt deinen rechten Fuß auf dein linkes Knie bringen. Dann fädelst du mit deinen Händen durch das Nadelöhr, hebst deinen linken Fuß vom Boden, umfasst deinen linken Unterschenkel. Dein rechter Ellenbogen presst gegen dein Bein und du spürst, dass dadurch die Dehnung etwas tiefer geht. Halte hier. Wenn du noch etwas tiefer gehen möchtest, ziehe einfach deinen Oberschenkel noch etwas zu dir. Dann bring deinen Fuß wieder zur Matte und wir wechseln die Seiten. Bringe deinen linken Fuß auf dein rechtes Knie, fädel deine Arme durch das Nadelöhr, löse deinen linken Fuß vom Boden, umfasse den Oberschenkel, presse mit deinem linken Ellenbogen in dein Bein, zieh deinen Oberschenkel gegebenenfalls noch etwas zu dir. Und atme. Du spürst, wie dein Rücken komplett auf deiner Matte aufliegt. Noch einen Atemzug und dann löse auf und dann kommen wir ganz langsam und achtsam von hier aus in den Vierfüßler. In deinem Vierfüßler angekommen, stellst du die Hände weit aufgefächert unter deinen Schultern auf, die Knie unter deinen Hüften, die Füße sind die Verlängerung der Unterschenkel. Zieh deinen Bauchnabel nach innen, neutrale Position. Beim nächsten Einatmen hebst du dein rechtes Bein nach hinten und bringst deinen Fuß auf deine Art und Weise zwischen deinen Händen. Komm ganz leicht auf die Fingerspitzen. Wenn du möchtest, kannst du dein hinteres Bein noch etwas zurückbringen. Dein Blick geht nach vorn. Und beim nächsten Einatmen löst du dich vom Boden, bringst deine Hände auf deinen Oberschenkel, presst hinein, richtest dich auf. Ausatmend gehst du etwas tiefer in diese Position hinein und spürst eine Dehnung in deiner linken Hüfte. Halt sie hier. Lehn dich etwas nach vorn, denn du sollst auf keinen Fall in ein Hohlkreuz kommen. Die Innenschenkel ziehen zueinander.
Und immer wenn du spürst, dass du noch etwas tiefer in diese Asana gehen kannst, lass nach. Wunderbar, komm langsam zurück, bring deine Fingerspitzen wieder auf den Boden und bring deinen Fuß zurück in die neutrale Position. Atme ein und beim nächsten Ausatmen rollst du dich vom Becken her in einen Katzenbuckel. Deine Hände pressen fest in den Boden, dein Kinn ziehst du zur Brust. Spürst, wie deine Schulterblätter sich auseinanderziehen. Noch einen Atemzug. Dann löse auf. Dreh deinen rechten Unterschenkel von der Matte runter. Dein linker Fuß oder dein linkes Bein wird nach hinten ausgestreckt. Deine rechte Hand bleibt, wo sie ist, und du öffnest deine linke Hand nach oben auf. Halte hier. Und beim nächsten Einatmen kreist dein Arm von vorn nach hinten, wieder nach vorn und streckt sich über deinen Kopf. Ich finde, das ist eine wunderbare Dehnung in deiner Flanke, in deiner Hüfte. Halte hier, atme. Atme ein, löse auf, bring deine Hand wieder zum Boden, komme zurück in die neutrale Position. Dein Bauchnabel zieht nach innen. Wir wiederholen jetzt auf der linken Seite. Atme ein, bring dein linkes Bein gestreckt nach hinten. Ausatmen, führst du dein Knie unterm Bauch entlang, stellst deinen Fuß zwischen deinen Händen auf. Du kommst leicht auf deine Fingerspitzen, bringst eventuell dein Knie noch ein Stück weit nach hinten. Dein Blick geht nach vorn. Beim nächsten Einatmen kommst du nach oben, bringst deine Hände auf deinen Oberschenkel, presst sie hinein, richtest dich auf. Dein Blick geht nach vorn und beim nächsten Ausatmen setzt du dich tiefer in diese Asana hinein. Beug dich etwas nach vorn, sodass du nicht in ein Hohlkreuz kommst. Halte hier. Lass deinen Atem gleichmäßig fließen. Gib nach, wenn du noch etwas tiefer gehen möchtest. Atme ein, löse auf. Deine Fingerspitzen wieder zur Matte und dein Knie zurück in den Vierfüßler. Atme ein. Und beim nächsten Ausatmen rollst du dich vom Becken beginnend wieder in einen Katzenbuckel. Press in deine Hände, press dich richtig weg von der Matte, zieh dein Kinn zur Brust und atme.
Einen Atemzug noch. Komm zurück in die neutrale Position. Dreh jetzt deinen linken Unterschenkel nach außen. Streck dein rechtes Bein zum Mattenende. Deine linke Hand bleibt, wo sie ist, und du öffnest dich zur Seite auf. Und atme ein, ziehe deinen Arm nach hinten, wieder nach vorn und strecke ihn über deinen Kopf und genieße diese wunderbare Dehnung jetzt in deiner rechten Flanke, in deiner rechten Hüfte. Verweile kurz hier. Dann atme ein, lasse deinen Arm noch einmal kreisen, bring deine Hand wieder zur Matte, neutrale Position. Setz dich von hier aus auf eine Seite. Wir kommen eben in Seitenlage. Stelle deinen Arm auf, lege deinen Kopf darauf ab, die Beine sind gestreckt. Umfasse mit deiner linken Hand deinen linken Fuß, ziehe deine Ferse zum Po, kippe dein Becken nach vorn, halte kurz, die Schultern ziehen weg von den Ohren, konzentriere dich auf deinen Atem, atme tief in deinen Bauch hinein. Und dann löse auf. Komm entweder über den Rücken oder über den Bauch auf die andere Seite. Ganz vorsichtig. Stelle deine Hand auf, lege deinen Kopf wieder ab. Beine gestreckt. Dann umfasse deinen rechten Fuß, zieh deine Ferse Richtung Po. Schultern weg von den Ohren und dann kippe dein Becken nach vorn und halte hier. Dann löse auf, komm noch einmal in Rückenlage. Bring deine Knie zur Brust. Schaukel noch einmal ganz sanft hin und her. Massiere deinen unteren Rücken noch eben. Stell deine Füße wieder mattenbreit auf. Lass die Knie zusammenfallen. Bring die Hände zu deinem Bauch. Atme noch einmal tief ein. Und durch den Mund wieder aus. Sinke in deine Matte und gönne dir noch ein paar Augenblicke der Entspannung.
dann bleibe hier noch so lange du möchtest oder komme über die Seite langsam zum Sitzen. In den Schneidersitz. Sitze noch einmal aufrecht, Kopf über dem Herz, Herz über dem Becken. Atme ein, bringe die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, ein wunderschönes Wochenende. Und vielleicht sehen wir uns ja nächsten Samstag wieder. Ich würde mich freuen. Namaste.